Moin moin meine Chibis, herzlich willkommen zum weiteres neues Let's Play von mir. Und zwar ist es Metroid Dread. Mein erster Einstieg in die Metroid-Reihe. Ich habe davor noch nie wirklich was mit Metroid am Hut gehabt oder gespielt gehabt. Na gut, doch gespielt habe ich mal Gameboy gespielt, aber ich glaube Metroid, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit dem Gameboy, Game Advance war das. Habe ich aber wie gesagt komplett vergessen gehabt. Ich würde mich heute gerne mal der Metroid-Reihe widmen, oder zumindest mit der Metroid-Reihe anfangen. Also, auch für mich persönlich ist es komplett blind für mich. Ich habe vorher noch nie was mit Metroid am Hut gehabt. Ich bin durch Metroid eher durchgekommen gehabt, dadurch einmal durch euch, meine Chibis, weil ich echt ein paar Leute habe, die sind große Metroid-Fans. Und wiederum durch LuxecLink, der dieses Jahr ein Metroid-Projekt gemacht hat. Metroid Other M war es, glaube ich. Und es hat mich doch irgendwie schon einen Catch gehabt und da Nintendo einfach mal ja in Direct ein neues Metroid angekündigt gehabt und ich fand, es sah sehr cool aus und irgendwie hat es mich gejuckt so, vielleicht ist ja die Reihe doch was für dich. Also dachte ich mir so, okay, ich versuche mein bestes Glück, indem ich einfach dieses Metroid mal mache. Ich weiß, viele von euch werden sich wahrscheinlich im Kopf fassen, weil ich kann euch schon mal eins versprechen, Skill, viel Vorwissen, ich kenne Metroid nur fetzenweise. Also, wenn ihr euch mit der Spielreihe gern auskennt, bitte habt da Bar mit mir und fasst euch nicht gleich im Kopf, weil ich mich sehr dumm anstelle oder Gottes Willen. Und ich bin über jede Hilfe dankbar. Also, wenn ich was mal nicht weiß, klärt mich bitte gern auf. Ich freue mich über eure Kommentare, aber noch mehr freue ich mich gerade über dieses wunderschöne Spiel. Ich denke mal, es wird wunderschön sein. Also, ich bin sehr gespannt darauf. Deswegen, Leute, lasst uns zusammen beginnen. Ich habe schon mal einen kleinen Testrun gemacht gehabt, wie gesagt, weil, ja. So, wir starten jetzt ganz frisch. War ja auch nicht lange, waren 3 Minuten, also von daher. Nichts Wildes, nichts Ganzes. Und hier haben wir schon Metroid. Metroids, eine höchst ansteckende Spezies, schwebender Organismen, die ihre Beute durch physischen Kontakt Energie entzog. Ursprünglich wurden sie von der Chozo entwickelt. Das Wort Metroid bedeutet in der Sprache der Chozo ultimative Kämpfer. Ihre Nutzung war Anlass für diverse Krisen. Deshalb wurde selbst das allerletzte Überbleibsel von ihnen beseitigt, sodass sie nun ausgestorben sind. Und ich habe ganz vergessen, hier redet jemand bestimmt, deswegen verstehe ich mal kurz meine Stimme, hoffen, dass ich es hinkriege. X-Parasiten. Galaartige parasitäre Organismen vom Planeten SR388. Sie konnten die DNS ihrer lebenden als auch toten Wirte absorbieren und deren Formen annehmen. Wenn sie einen lebenden Wirt infizierten, konnten sie sogar auf dessen Erinnerungen zugreifen. Sie wurden nicht von Emotionen geleitet, sondern von einem instinktiven Bedürfnis, sich zu vermehren und besonders starke Wirte zu befallen. Ihre unkontrollierbare Art machte sie noch gefährlicher als ihre einzigen Feinde, die Metroids. Wie die Metroids sollen auch sie ausgestorben sein. Aber da sehen wir die gute Samus. Die anscheinend von X-Parasiten befiehlt wurde. Nachdem keine Metroids auf SR388 überlebt hatten, wurde er von den X befallen. Schreckliche Parasiten, die als Kopie eines beliebigen Lebewesens auftreten können. Nichts davon ahnt, betrat ich den Planeten, infizierte mich und wäre beinahe gestorben. Letztendlich konnte ich mich nur eine Impfung der The Metroids DNS retten. Dank dieser bin ich auch der Einzige in der Lage, die X zu bekämpfen. Diese Fähigkeit wurde prompt auf die Probe gestellt, als ich eine Forschungsstation des Biologie Space Labs BSL aufsuchte, um einen Hilferuf nachzugehen. Dort kämpfte ich gegen zahlreiche starke X-Formen, unter anderem auch gegen SAX. Dieses X hatte die Form von mir selbst in meinem Power Suit angenommen und verfügt über entsprechend viel Kraft. Ich konnte die Bedrohung durch die X auf SR388 abwenden, indem ich die Forschungsstation des BSL mit dem Planeten zusammenstoßen ließ.
Danach waren die X und die Metroids nun mehr Erinnerungen, jedenfalls dachten wir das. Doch gerade als alles vorbei zu sein schien, erhielt die Galaktische Föderation eine mysteriöse Videobotschaft. Darin war ein X zu sehen, ein in natürlicher Umgebung freilebend. Eine gründliche Analyse ergab, dass dieses Video echt war. Auch wenn der Absender unbekannt war, konnte die Herkunft der Botschaft einem bestimmten Planeten zugewiesen werden. Dieser Planet hieß ZDR. Sollte diese X dort tatsächlich überlebt haben, würde das eine Bedrohung für die gesamte Galaxie darstellen. Die Galaktische Föderation entsandte sofort ein Forschungsteam, das aus 7 EMII bestand. Die EMMI sind große Forschungsroboter, die kreiert wurden, um Feldproben zu sammeln und deren DNS zu extrahieren. Ihre unglaubliche Beweglichkeit und ihre Schutzpanzerung aus dem stärksten Material des Universums galten als Erfolgsgarantie für die Mission. Doch nicht lange nach ihrer Ankunft auf ZDR brach sämtliche Kommunikation ab. Was geht auf ZDR vor? Ist der Planet wirklich von X befallen? Da ich als Einziger gegen diese Parasiten immun bin, liegt es nun an mir, das herauszufinden. Spannend, spannend, spannend. Also sehr viel Vorwissen und auch ziemlich sehr viele Sachen sehr interessant passiert. Ich glaube, ein Teil davon war Metroid Fusion, wenn mich jetzt nicht alles täuschen tut. Was gesagt worden ist, aber ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, weil, ja. Wer nicht so viel Ahnung hat, der sollte lieber schweigen. Könnt ihr mich aber gerne aufklären in die Kommentare. So. Der Eintritt in die Atmosphäre von ZDR steht kurz bevor. Die Belohnung für die Mission ist wohl kaum angemessen. Nee, denke ich auch nicht. Aber hatte Samus nicht eigentlich ein anderes Raumschiff? Für diese Belohnung ist das Risiko viel zu hoch. Kümmer dich um unsere verlorenen Roboter, Lady. Eintritt in die Atmosphäre in 7, 9, 8, 7. Interessanter Bordcomputer. 5, 4, 3, 2, 1. Aber was ist passiert? Wir sehen plötzlich ganz anders aus. Hat man eine Crashlandung gehabt? Dieser Aufzug führt in die Tiefen einer unterirdischen Anlage. Wahrscheinlich ist die Signalqualität niedrig. Die Kommunikation kann schwierig werden. Stelle über das Netzwerk eine Verbindung her, sobald du unten bist, damit bleiben können. Anscheinend werden wir schon erwartet. Boah, die Grafik sieht ja wirklich hammer aus. Da können sich so manche Spiele was von abschneiden. Von diesen Cutscenen.
Das war ein Hit. Naja, so viel dazu. Keine Ahnung, was das war, aber Samus konnte sich wohl irgendwie retten. Wie gesagt, unser Anzug sieht plötzlich ganz anders aus. Aber ist das nicht der Ort, wo wir gekämpft haben? Was sind wir irgendwo runtergestürzt? Okay, ein bisschen besser schon die Steuerung, also auf Y können wir schießen, B können wir springen, X wird noch erklärt, auf L können wir sliden, also rutschen, so. Au. Ja, ich bin nicht so gut im Kämpfen. So. Also, oben links, das sind unsere Missile-Anzahl, wie viele davon wir haben, und darunter ist unsere Energieeinheit. Und tatsächlich kann die recht schnell weggehen. So. Kommen wir da durch? Nein, kommen wir nicht. Ups. Hoppa. Ja, yeah, Wandsprung haben wir auch. Also wieder dazu. Moment. So, warst du richtig, wie ich da gerade hochgegangen bin? Ich hoffe. Was bist du? Nice, hier wurden unsere Missiles gerade aufgefüllt. Komme ich da irgendwie lang? Nee. Hm. Halte R gedrückt und drücke dann Y, um Missiles zu feuern. Manche Blöcke können nur mit speziellen Waffen zerstört werden. R und... So. Was ich noch sagen wollte, die ganze Atmosphäre hier, ne? Die erinnert mich sehr stark an Ori mit so ein bisschen gemixt an Shantae. Weil bei Shantae gab es auch nämlich so hier kleine Spalten zwischen Passagen, wo dann geheime Items alles war. Deswegen muss ich gestehen, komischer Vergleich, aber so ein bisschen muss ich dran gerade denken. So. Okay. Huch. Manche zerstörbare Blöcke sind verborgen. Schieße an Sackgassen um dich. Vom Mist getroffene Blöcke gehen mit unter Preis, wie sie zerstört werden können. Okay. Hier kann ich durch. Und weil sie Grieß und noch nicht klein. Kann ich das Nest hier kaputt machen? Nee. So viel dazu. Ist das sowas wie ein Checkpoint? Ja, sieht so aus. Du hast dir also Zugang zu einer Netzwerkstation verschaffen. Gut gemacht, Samus. Anhand der von dir hochgeladenen Daten konnte ich deine Vitalfunktionen und dein Videologbuch überprüfen. Okay, jetzt habe ich schon an den Punkt angekommen, wo ich absolut keine Ahnung mehr habe. Mir sagt der Name Adam was, aber ich dachte eigentlich immer, es wäre eine Person, so weil ich das aus dem Let's Play von Luxeding gesehen habe, warum, vielleicht ist ja auch eine Person, die spricht nur durch ein Terminal zu uns, oder es ist irgendwie eine künstliche Intelligenz, also keine Ahnung, da könnt ihr mich wahrscheinlich besser aufklären. Aus einer vollständigen Analyse kann ich nicht erklären, warum du das Bewusstsein verloren hast. Meine Untersuchungen bauten auf tiefgreifende körperliche Veränderungen in dir hin. Mhm. Was auch immer die Ursache für diese Veränderungen sein mag, scheint sie dir die meisten deiner Fähigkeiten geraubt zu haben. Du kannst es auch als körperliche Amnesie bezeichnen. Ja, sehr schön. Was deinen Angreifer angeht, so vergleiche ich gerade die Datenbank der Föderation mit einem Videologbuch. Allem Anschein nach handelte es sich um einen Choso. Seine Identität ist mir noch nicht klar. Ein Choso. Ich konnte herausfinden, dass du dich irgendwo in den Tiefen von ZDR befindest. Deine oberste Priorität sollte jetzt sein, zu
Dieser Planet scheint aus mehreren Zonen zu bestehen. Sie sind durch Shuttles, Aufzüge und andere Transportvorrichtungen verbunden. Suche nach möglichen Wegen, um an die Oberfläche zu gelangen. Der Standort des Schiffs ist auf der ZDR-Übersicht markiert. Sieh einmal nach. Eventuell triffst du auf Areale mit niedriger Temperatur. Deine Metroid-DNS macht dich ihnen gegenüber verwundbar. Verbringst du Zeit in kalten Gebieten, fügt dir das Schaden zu. Aha, anscheinend habe ich dadurch auch Schwächen entwickelt. Im Untergrund befinden sich viele kalte Gebiete. Betritt sie nicht mit einem normalen Power-Suit. Ah, das ist nur unser normaler? Okay. Eine Sache noch. Unterirdische Interferenzen verhindern die Funkübertragung. Melde dich bei mir, wann immer du eine Netzwerkstation findest. Ah, alles klar. Dankeschön, Adam. Spielsport, erstmal noch nicht. Erstmal immer nach den Aufnahmen. So. Karte. Ammunitionsladestation, okay. Aha. ZDR-Übersicht. Ah, da ganz oben muss ich hin. Huch. Der Weg ist nur ein bisschen lange. Komm her, du Schnecke. Ja. Führe im richtigen Moment einen Melee-Counter aus, um gewissen Angriff zu parieren und automatisch auf den Angreifer zu zielen. Drücke um einen Melee-Counter jetzt X. Huch. Irgendwie lief das nicht so gut. Irgendwie. Keine Ahnung, was ich gerade jetzt anders gemacht habe. Fliegende Gegner erstmal gleich mal wegmachen, das sind die nervigsten. Oh. Mal vorsichtshalber doch mal über alle Gegner weg. Boah, die Atmosphäre, die Spiel ist wirklich cool. Wie gesagt, erinnere mich, glaube ich, aber doch tatsächlich mehr an Ori. Hilfe! Schau dir mal den Hintergrund an. Ich finde ihn richtig geil gemacht. Du hast richtig das Gefühl, du bist in die Tiefen, tiefer als Planeten. Und es darf doch nicht so fahren, dass mich gerade dieses scheiß Vieh mobben tut. Ich sterbe fast wegen so einem Vieh? Alter! Das darfst du keiner erzählen. Komm, ich brauche Heilung. Komm ich hier weiter? Die Missiles mit meinem Absolut feuern kriegen noch nicht ganz hin. Ein Leuchten auf der Karte zeigt an, dass sie an dieser Stelle ein verborgenes Item befindet. Ich leuchte doch alles. Huch. Moment. Och, das Ziel ist wirklich ein bisschen schwer. Ah, prima. Prima. Missile-Container erhalten. Maximal Anzahl Missiles um 2 erhöht. Cool. Geht. Moment. Da. Ah. Ist das so gewollt? Oder habe ich wieder geschlafen. Ist das nicht einer der EMI-Einheiten? Aber er ist komplett zerstört. Was? Um einen EMI-Angriff zu kontern, drücke X zum genau während des Blitzes. Da der richtige Zeitpunkt schwer einzuschätzen ist, ist das Manöver gut wie unmöglich. Ach du Schande! Ich glaube tatsächlich, ich muss erstmal von dem Vieh abhauen. Hier nicht hoch? Ach. Glück gehabt.
Was ist das denn auf einmal? Irgendwas scheinen wir zumindest zu absorbieren. Sieht nice aus auf jeden Fall. Was ist denn das? Die Energie der Zentraleinheit hat deinen Waffenarm in eine Omega-Kanone verwandelt. Omega-Blaster aktiviert. Halte L und neige. Drück, okay. Halte R gedrückt, um Omega-Blaster aufzuladen. Er ist aufgeladen, halte er weiter R gedrückt, um Y zu schießen. Gott, Steuerung. Ach, okay. Ach, ich muss. Ach, moin. Ich muss hoch und runter. Ich muss tatsächlich. Nein, nach links. Oh Gott, bin blöd. Okay, ich habe die Steuerung die ganze Zeit. Oh, ich habe die ganze Zeit die Steuerung verkackt. Oh je. So, ist das Vieh weg? Ja. Konnte im Moment zu. Shit, wo starte ich hier? Stell wieder. Oh. Ja, sorry, damit habe ich gerade null gerechnet. So. Und tschüss mal. Na komm her. Mich trau. Ja, ich mach's wieder so. Ich weiß gar nicht, wäre ich überhaupt effektiv dagegen? Ich hau lieber ab. Ist mir doch ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja. Ey. Irgendwie läuft es noch nicht so richtig gut. Shit. Darf ich bitte zurück zu Adam gehen? Moment. L gedrückt, hatte er gedrückt. Y, alles klar. Das braucht aber auch ganz schön viel zum Aufladen. Komm her, du Vieh. Das hat geklappt. Warum löst es sich auf? Die Omega-Kanone hat keine Schusskraft mehr und ist nicht mehr aktiviert. Sie verwandelt sich zurück zu normalen Waffenarm. Ach du Schande, heißt es aber die ganze Zeit, wenn so viel auftaucht, ich kann es nur besiegen, wenn ich die Omega-Kanone habe. Ach, das wird da glaube ich viele Fluchtpassagen geben. Eieiei, da bin ich aber gar nicht so Freund von. So, wo waren jetzt nochmal? Adam, ich glaube, ich mache mich mal lieber zurück auf dem Weg dahin. Oh, scheiß Vieh. Ich eigentlich echt keinen Bock habe. Wo war denn Adam nochmal? Dahin. Oh, das Vieh ist auch wieder da, ey. Komme ich jetzt nicht weiter, oder was? Na toll, jetzt komme ich nicht mehr hier weiter, ey. Au. Na gut. Ach. Ach, ich hoffe, dass die Gegner wieder neu spawnen. Na gut. Ey, die Fluggegner sind wirklich nervig. Lass mich in Ruhe.
bitte sag, hier ist ein Kontrollraum. Ist das hier ein Kontrollraum? Freunde, ich glaube, bis hier ist ein guter Punkt angekommen. Ich hoffe, ich habe mich für den ersten Part gar nicht so blöd angestellt. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Projekt bisher findet. Ich hoffe mal, der nächste Part kann nur besser werden. Also, meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt es sehr. Ich freue mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.